Tja, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, der Supersprint hat das Finale und zwar jetzt. Und das ist eine Traumbesetzung. Stefan Waschow, Michael Niemers, Frank Bieler, Eldert Hedden, Dirk Geiger und Björn Skotke. Ich würde mal sagen, irgendwie so der Kampf der Titanen geht hier jetzt gerade los. Es wird noch fair abgeklatscht und ich bin, wenn ich eine Wette drauf machen würde, würde ich fast behaupten, irgendwie so, unser Junior, der schon im Qualifikationsrennen oder besser gesagt im Qualifikationstraining sich extrem gut präsentiert hat, nämlich Dirk Geiger, der könnte hier unter Umständen so ein ganz kleines bisschen der Hecht im Karpfenteich sein. Wir werden es sehen, ob er der wahre Hecht ist oder ob aber der Klassiker, wie so Frank Bieler gewinnt oder Michael Niemers als derjenige, der das 24-Stunden-Auto gebaut hat oder der ehemalige Meister von 2014, Stefan Waschow oder Eldert Hedden, der auch schon einige Titel irgendwie auf seinen Lastenheft geschrieben hat oder aber Björn Skotke, irgendwie auch einer, irgendwie so der, ja genau der, mir die Mütze sitzt schon verkehrt rum, er ist total aufgeregt, irgendwie auch seine Tochter ist total aufgeregt, die macht natürlich die Social Media Arbeit, Luisa Skotke hier, der Dame ist auch bei der Tochter oben, also das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Finale hier werden und wir werden es sehen, in Kürze werden wir wissen, wer denn den Supersprint am Abend vor dem 24-Stunden-Rennen hier in Wolfsburg, in der Autostadt, im Hafen 1, in dem neuen Gebäude der Autostadt hier gewinnen wird. Es wird auf jeden Fall spannend. Noch ist nicht der Start freigegeben. Die Ampel leuchtet noch in grün, in vollgrün. Ben Warnecke wartet darauf, dass er die Ampel loslösen darf. Und wenn dann alles rot ist und dann wird ja alles grün wird, dann geht die wilde Hatz los. Die Jungs sind schon ein bisschen angespannt. Dirk faltet nochmal seine Hände, seine Finger nochmal, dass die richtig funktionieren. Und Ben Warnecke gibt jetzt das Zeichen, die Ampel wird in Kürze auf grün gehen. Meine Damen und Herren, der Supersprint in der Autostadt Wolfsburg am Vorabend der 24 Stunden. Ampel ist freigegeben, Start ist freigegeben und noch kein Unfall. Alle sind gut durchgekommen durch die erste Kurve. Es geht jetzt im Formationsflug in die erste Haarnadel hier am Ende der langen Geraden. Da geht dann Dirk Geiger als Hecht im Karpfenteich aus der Kurve heraus. In Führung liegt Björn Skotke. Nein, da geht dann Frank Bieler raus und jetzt gibt es den ersten Crash. Vorne in Führung liegt Michael Niemers jetzt schon mit deutlichem Vorsprung vor Eldert Hedden, gefolgt von Stefan Waschow auf der dritten Position. 5 Minuten werden im Finale gefahren. Niemers mit großem, großem Vorsprung in Führung. Die knapp über 60 Meter lange Bahn, die morgen ja ihre komplette Aufgabe verwirklichen wird, nämlich die 24 Stunden hier beherbergen wird. Jetzt im Supersprint das Finale läuft und Niemers ist mit 15 Einsatzzeiten auf Eldert Hedden, 15 Zweier, 15 Nuller bei Stefan Waschow, aber dritter Platz im Moment für Stefan Waschow. Ganz eng hängt er am Heck vom Lamborghini Centenario von Just Racing von Eldert Hedden. Hängt Stefan Waschow jetzt auf der inneren Bahn. Er fährt also auf der Nebenbahn, auf der Hauptbahn fährt Eldert Hedden auf der zweiten Position. Jetzt muss sich Stefan Waschow wieder herankämpfen. Er kommt auch gut heran. Dirk Geiger hinten im Fight mit Frank Bieler. Björn Skotke ist rausgefallen. Björn Skotke nur auf der 6. Position. Was denn da los? Jetzt schon, möchte man fast sagen. Aber vielleicht ist das auch nur ein Abtasten für das 24-Stunden-Rennen morgen hier im Hafen 1 in der Autostadt in Wolfsburg. Niemers führt mit. Alle sind eigentlich in einer Runde 8 Runden gefahren. Wir haben gerade mal 2 Minuten 35 absolviert, also knapp die Hälfte der Rennzeit haben wir absolviert. Niemers führt vor Hedden, vor Waschow, da hat sich nichts geändert. Hedden fliegt raus.
Hedden fliegt raus und muss sich die zweite Position zurückkämpfen. Vasho liegt neben ihm, aber der Lamborghini Centenario liegt jetzt wieder auf der zweiten Position. Aber Vasho ist dran und er wird auf jeden Fall Eldad Hedden das Leben richtig, richtig schwer machen. Jetzt kann er sich wieder ein ganz kleines bisschen absetzen von Stefan Vasho. Vasho ist unglaublich agil mit seinem VW, aber trotz alledem, er schafft es nicht, an der langen Silhouette des Lamborghini Centenario vorbeizukommen. Der kleine, quirlige VW, immer nur im Angriff, aber nie in der... Und jetzt ist Stefan Vasho rausgefallen am Ende der Geraden. Niemals vor Hedden, vor Vasho, Bila jetzt auf 4, Skotka auf 5, Geiger, wir haben noch 1 Minute 22 zu fahren. Niemals Hedden, Vasho, immer noch die Positionierung. Niemals fährt ruhig, konzentriert, entspannt, zieht er hier seine Runden. Hedden kommt jetzt ein bisschen ran. Also ich würde mal sagen, da sind so 2-3 Wagenlängen sind verkürzt worden, aber Niemals kann jetzt fast schon ein ganz kleines bisschen, da noch 55 Sekunden zu fahren sind, Taktik fahren. Er muss jetzt nicht mehr die allerletzte Rille fahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Vasho ist rausgeflogen, fällt aber nicht hinter Bieler auf die vierte Position zurück, sondern bleibt auf der dritten Position und Niemals, da noch 35 Sekunden zu fahren sind, lässt den Centenario, den Lamborghini ein bisschen herankommen an sich, aber oh, Fehler von Michael Niemals und Eldad Hedden geht vorbei. Der Lamborghini Centenario von Joest Racing liegt jetzt in der führenden Position. Kann er jetzt nochmal einen drauflegen oder ist das jetzt der Drops, der gelutscht ist? 10 Sekunden sind noch zu fahren für Eldad Hedden. Ein einziger Fehler entscheidet hier dieses Rennen für da noch eine Sekunde und das Rennen jetzt quasi eigentlich absolviert sind bis von Rennleiter Ben Warnecke, die endgültige Aussage kommt, ihr seid alle durch, ihr habt das Rennen beendet. Und der Letzte, der jetzt alle sind durch. Eldad Hedden gewinnt vor Michael Niemals und Stefan Vasho. Wahnsinn. Ich werde ihn natürlich sofort hier auf die Couch bitten. Selbstverständlich. Meine Herren, das war knapp und er freut sich. Eldad, auch wenn du dich freust, komm her. Minjung, setz dich hin hier. Er freut sich natürlich mit seinen Teamkollegen. Eldad, ganz ehrlich, ja. Ich habe es echt nicht erwartet. Michael war Lichtjahre weg, oder? Oh, ich habe das den ganzen Abend schon erwartet. Nein, natürlich überhaupt nicht. Finde ich total klasse. Ich freue mich riesig. Ja. Und das ist schon wirklich der Hammer. To finish first, you have to finish first. Und wenn am Ende irgendwie ein Fehler von Michael Niemals das Rennen entscheidet, dann kommt derjenige, der sagt, ich habe das den ganzen Abend schon erwartet. Das ist doch eine gute Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen, oder? Ja, fühlt sich super an, ja. Ganz kurz mal die Bahn. Ich habe schon vorhin einmal kurz gesagt, die Bahn ist die vom Layout her so ein bisschen die Bahn ist, die wir das erste Mal beim 24-Stunden-Rennen gefahren haben. Gefällt sie dir? Ja, die Bahn ist spitze. Ja, gefällt mir unheimlich gut. Wenn du jetzt den zweiten Platz gemacht hättest, wäre sie immer noch gut gewesen? Nee, total behämmert. Die blöde Bahn, ja. Nein, war super. Ein weiterer Sieg für Joest Racing, ja. Absolut, absolut. Gibt es eine Ecke, gibt es einen Streckenteil, wo du sagst, scary, 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 vorsichtig fahren? Nee, ist ein bisschen schwierig. Nee, nicht wirklich. Nee. Muss man sie eher flüssig fahren oder muss man auch an bestimmten Stellen aggressiv angreifen? Ja, jetzt zum Schluss mussten wir ja schon ziemlich aggressiv rangehen, aber es ging. Ich würde mal sagen, so eine gute Vorbereitung für das 24-Stunden-Rennen. Komm runter, kannst nachher noch... Du kannst noch ganz entspannt ein Bierchen trinken irgendwie so und dann werden wir dich auf jeden Fall morgen mit deinem Team hier bei den 24 Stunden in der Autostadt erleben. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, Eldad. Richtig toll. Super, vielen Dank. So, also wir beginnen gleich mit der Siegerehrung. Axel Woltmann hat natürlich wieder für den Supersprint, man möchte fast schon sagen, ein ganz kleines bisschen traditionell,
die Preise gestiftet für den Sieger. Eldert, du, dir gebührt die Ehre, dass du als Erster den Preis aussuchen darfst. Und die Karamelldrops darfst du dann auch gerne irgendwie an die Runde hier verteilen. Irgendwie so wie Süßes können wir immer gebrauchen, auf jeden Fall. Also, Eldert Haddon trifft die Wahl. Platz Nummer 2, meine Damen und Herren, beim Supersprint am Vorabend der 24 Stunden, Michael Niemers. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Ja, das ist mal eine vernünftige Ehrerbietung gegenüber dem Sieger des Supersprints. Auch natürlich für Michael Niemers. Er darf sich auch was aussuchen hier, wie gesagt, die Preise gestiftet von Axel Woltmann. Platz Nummer 3. Er war immer dran, aber er war nicht ganz in der Lage, den zweiten und ersten Platz heranzukriegen. Herzlichen Glückwunsch für den dritten Platz. Stefan Waschow, meine Damen und Herren. Platz Nummer 4. Auch er war im A-Finale dabei für den fünfmaligen Le Mans-Sieger, meine Damen und Herren. Dicken Applaus für Frank Biela. Das war ein kurzes, knackiges, spannendes, sehr gutes Finale auf jeden Fall. Und natürlich auch für ihn den Glückwunsch für Frank Biela. Platz Nummer 5, ich hätte ihn ehrlich gesagt ein bisschen weiter vorne erwartet, aber trotzdem Punkte für die Meisterschaft hat er sich trotzdem geholt. Platz Nummer 5 für Björn Skotke. Und selbst wenn es in Anführungsstrichen nur in Anführungsstrichen der 6. Platz im Finale des Supersprints am Vorabend der 24 Stunden hier in der Autostadt für ihn geworden ist, irgendwie so, er war im A-Finale straight out of nowhere, kommt er hierher und fährt ins A-Finale. Platz Nummer 6 für Dirk Geiger. Ja, ich glaube, ihm gebührt ein wirklich sehr großer Respekt. Man darf sehr gespannt sein morgen auf das Rennen, was um 12 Uhr startet hier in der Autostadt in Wolfsburg im Hafen 1, die 24 Stunden der RCCO. Meine Damen und Herren, das war der Vorabend der... Wir haben noch für die beste Dame. Ja. Den Preis noch nicht so. Genau. Bis... Ben, könntest du mir bitte kurz mal sagen, wer die beste Dame ist? Dann fangen wir erstmal mit dem Rookie an. Irgendwie so, der darf sich sozusagen gleich 2 Pakete mitnehmen. Irgendwie so, bester Rookie des Abends, Dirk Geiger! Gut, und die Dame, die die Social-Media-Arbeit heute Abend schon so hervorragend erledigt hat, auf jeden Fall. Auch sie darf sich ein Päckchen abholen für die beste Dame, Luisa Skotke. Also eines ist schon mal sicher, irgendwie so, die Familie Skotke hat jetzt auf jeden Fall den Durchblick, denn beide, wie gesagt, bekommen einen Preis für die beste Dame und für den 5. Platz im Finale des Supersprints am Vorabend der 24 Stunden in der Autostadt in Wolfsburg. Das, meine Damen und Herren, war der Livestream des Finals dieses Supersprints heute Abend, hier am Freitagabend. Morgen ab 11.30 Uhr werden Sie sozusagen weiter versorgt mit neuen Bildern. Dann wird nämlich die Präsentation stattfinden, dann wird um 12 Uhr der Start stattfinden und dann werden weitere Informationen auf jeden Fall über den ganzen Tag, die ganzen 24 Stunden geliefert. Es war ein langer Abend, es war ein spannender Abend, es war ein tolles Finale. Vielen Dank für Ihr Interesse und bleiben Sie uns gewogen. Wir sehen uns morgen wieder bei den 24 Stunden der RCCO hier in der Autostadt in Wolfsburg. Schönen Abend, schlafen Sie gut und bis morgen.